Der Überlebenskampf der larsischen Existenz geht im 21. Jahrhundert auch weiter. Wie stehen die Chancen und Möglichkeiten, dieses einmalige Kulturgut für einen Morgen zu bewahren? Nach wie vor sind die Bedingungen denkbar schlecht, mit denen sich die Larsen auseinandersetzen müssen. Dennoch, ihre althergebrachte und tief mit der Region und der Küste des Schwarzen Meeres verwurzelte Identität ist ein ehrwürdiger Bestandteil der Geschichte. Eine Geschichte, die sich über 4000 Jahre entfaltete, sollte doch wert sein, Bestand zu haben. Hoffnungsträger sind die jungen Larsen. Ihnen scheinen ihre Sprache und ihre ethnische Identität mehr und mehr zu Bewusstsein zu kommen. Ob die Larsen-Identität und die dazugehörige Sprache vor dem Aussterben wird bewahrt werden können, kann nur durch die Zukunft beantwortet werden. Die Sorge dafür müssen wir jetzt und nicht erst morgen übernehmen.